Wenn es mir nachginge, wäre alles ab 18 und alle würden die ganze Zeit full frontal nudity, nur erigierte Penis, die ganze Zeit. Mega gewalttätig. Aber dann würde wahrscheinlich auch jeder Film floppen. Also das ist mit Sicherheit eine geschäftliche Idee, dass man sich total freut, eine 16 bekommen zu haben. Wobei, ich finde auch mal bei manchen, hast du es schon mal gehört mit diesem, der Zustand des erigierten Penises, der hat ja was damit zu tun. Ab wann man sagt, das ist Pornografie und so. Mit der Altersfreigabe jetzt. Ja. Ach so, und ich fand, dass man doch sehr viele erigierte Penisse zum Beispiel sieht. Das ist selten in Filmen. Die Pizza ja zum Beispiel. Also, da sind ja direkt schon mal auf einmal. Ja. Aha. Ja, und auch ein berühmter Penis. Ja. Das ist ein berühmter Pornodarsteller. Genau, ja, ja. Ja, hast du direkt erkannt, ne? Ja, ja, total. hab ja alle zu Hause. Ja, aha, den kenn ich doch, den Penis. Aber das Problem... Aber, ja, also ich glaube, also ich finde teilweise zum Beispiel das Buch auch ekelhafter. Oder dadurch, dass wie Kara das spielt, gehen auch die ekelhaften Szenen besser runter. Es sieht besser aus, als sich das Buch liest. Schon. Ja. Es ist poppiger, ich finde es sexier auch. Süßer auch. Ja, aber trotzdem geil anzugucken. So. Also ich hab das nicht geguckt, weil das fand ich eine der Sachen, was gar nicht passieren darf, dass Leute, die das Buch gelesen haben, in den Film gehen und sagen, boah, voll feige, wie feige der Film ist. Das finde ich nicht, gar nicht.